Seht ihr das? Seht ihr das? Sobald es so schnell wird. Jetzt mischt die Pepper sich ein. Achtung, eine neue Folge. Reaction aus der Huta. Hi Django. Hi Janis. Langsam. Oh, hi Odi. Hi. Hi. Flynn. Komm her. Sag hallo. Monty. Guck mal, kennt ihr den? Der Monty ist von RTL hier hingekommen. Oder mit RTL hier hingekommen, na? Nödel? So, jetzt können wir begrüßen. Jetzt können wir begrüßen. Hi. Komm hier. Hallo. Jetzt hast du ihm eine Kopfnuss gegeben oder umgekehrt. Du sollst mich nicht anspringen. Hi, Pepper. Hi, Pepper. Odi, komm her. Komm her, Odi. Janis, es reicht. Ich hatte dich schon. Hi, Odi. Jetzt ist der Odi dran, ne? Weil der Janis steht im Weg, sonst ist er auch doof. Janis lässt nämlich keinen richtig ran. Hi, Luis, komm her, hallo. Hi. Bloß nicht. Bloß nicht berühren. Komm her. Komm her, Abby, komm her. Lass die zwei in Ruhe. Hi, Frankie. Geh weg. Hast du einen Sabber im Gesicht? Nee. Okay, dann darfst du alles sagen. Ein Frankie muss man immer aufpassen. Manchmal hat er so riesen Sabberfäden da. Dann wird es nicht lecker, wenn der einen begrüßt. So, alle Hallo gesagt? Guck mal, jetzt bin ich komplett schwarz. Pepper, lass die zwei doch bitte mal. Pepper. Oh, hi Marley, komm her. Komm her, kämpf dich durch. Hallo. 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 Hi Lua, komm her. Heute, Hugo. Geh weg, jetzt ist Hugo dran. Hi, komm her. Geh weg, Hugo ist dran. Hallo. Geh weg, Hugo ist dran. Nee, du sollst weggehen. Hugo, Hugo, komm her. Komm her. Hugo, kämpf dich durch, komm her. Komm her, hi. Ach, du bist doch nicht dran. Hi, Luis, komm her, komm richtig hier, hi. Komm richtig hier, hallo. So, wen hatten wir noch nicht? Wen hatten wir noch nicht? Du warst doch schon. Ah, den Rest hatten wir schon. Oh Mann, Flynn, ist das dein Ernst? So. Ich lasse einfach mal wieder was laufen. Wir gucken uns an, was die Hunde veranstalten. Und schauen mal, was wir lernen können. Also als allererstes, ich hoffe, die Bahn ist nicht zu laut. Als allererstes lernen wir, neuer Rasen heißt Hunde buddeln. Und das finde ich doof. Müssen wir was gegen tun. Da geht's noch. Aber da irgendwo ist so ein Riesenloch. Naja, so. Wir gucken mal auf die Wilden, auf die jungen Wilden. Ich muss nur gerade ein bisschen dunkler machen. Wehe, du rennst mich jetzt um. Versuchen wir es mal so. So, ich hab jetzt extra mal die ganze Zeit nichts gesagt. Wir sehen hier eine sehr wilde Truppe. Das ist vor allem die wildeste. Wenn die da ist, dann ist hier nie Ruhe drin. Weil, vergleichen wir mal die beiden. Wir haben hier einen Border Collie und einen Appenzeller. Die beide können es nicht ab, wenn andere rennen und spielen. Und müssen sich da immer einmischen, müssen immer hinterher rennen. Der Unterschied ist nur, dass der Border Collie halt nur hinterher rennt, während die Pepper sich immer volle Lotte einmischt. Schaut euch mal die Pepper an, die ist so richtig unruhig, kann gar nicht runterfahren. Und sie sucht sich wirklich etwas, was sie machen kann und machen will. Da hinten wird zum Beispiel gespielt, Lua und Hugo spielen miteinander. Und der Border Collie muss unbedingt dabei sein. Ohne geht nicht. Ja, alles, was Bewegung ist, könnten wir hüten, müssten wir hinterher rennen. Ja, der Pool ist im Moment leer. Flynn, das ist kein Spiel. Aber der Unterschied zwischen Border Collie in der Geschichte ist, ne, der Border Collie sucht immer Bezug zu den Menschen. Der kommt also immer mal wieder hier angeflogen, ne, die Abby, da seht ihr sie unten, das ist sie wieder weg. Während die Pepper den Bezug zum Menschen nicht hat. Das ist ein großer Unterschied in der Arbeitsweise, in Anführungsstrichen. Ja. Beide finden es scheiße, wenn gerannt wird und Unruhe reinkommt. Oder was heißt finden scheiße? Beide reagieren darauf, sagen wir es mal so. Wollen das mal nicht bewerten. Denn die Abby, also der Border, findet das eigentlich nicht scheiße. Die hat da voll Spaß dran. Ja. Pepper, ich wollte eigentlich was über dich machen, aber jetzt geht's los. Hoffe ich mal. Ich versuche mal näher ranzukommen. So richtig gerannt wird gerade nicht, deshalb gibt es da nicht viel zu sehen.
Aber seht ihr die Unruhe, die die zwei haben? Können nicht stillhalten. Guckt, seht ihr das? Alle anderen Hunde viel ruhiger. Aber die zwei, die müssen immer rennen, immer joggen. Es gibt kein Normal. Es gibt kein Gehen, es gibt kein Stehen. Es gibt einfach nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das ist das, was viele beim Appenzeller völlig unterschätzen. So, jetzt ist der Toni neu reingekommen in die Gruppe. Jetzt wird es erstmal wieder wild. Jetzt wird wieder gerannt. Und jetzt sucht die Pepper gerade, wen sie da in Anführungsstrichen kontrollieren muss. Das ist jetzt erstmal nur Joggen und Rennen. Das ist kein zu wildes Spiel. Deshalb greift sie nicht ein. Ja, während halt die Abby, der Border Collie, einfach rennt des Rennens willens. Aber sobald jetzt zwei wild miteinander spielen und es laut wird, dann hat die Pepper das Gefühl, sie müsste hier den Hausmeister spielen. Und dann rennt sie immerhin auf dem Flur, wird nicht gerannt, aber rennt halt am schnellsten. Und sie bringt halt immer noch mehr Unruhe rein in die ganze Geschichte. Das macht sie nicht absichtlich, sondern das macht sie einfach durch die Art und Weise, wie sie da arbeitet und wie sie damit umgeht. Da müssen wir halt viel kontrollieren. Müssen wir wirklich viel machen. Pepper ist ein Hund, den du tausendmal am Tag ansprechen musst. Die Lernkurve ist leider Gottes auch nicht die höchste. Ne, Pepper? Lernkurve ist nicht die höchste. Wir sind nett, aber wir sind so ein bisschen schäl, ne? Du bist auch schäl. Du bist nicht nur ein bisschen schäl. So. Na komm, wenn es hier gerade nichts zu beobachten gibt, machen wir kurz ein anderes Update. Mal ein bisschen was über die letzten Tage und Wochen erzählen. Wo gehen wir denn hin? Boris. Boris, du musst dich nicht entschuldigen. Du kriegst nur Ärger, wenn du Scheiße baust. Du hast ganz lange keine Scheiße mehr gebaut, seit du den letzten Ärger gekriegt hast. Deshalb ist alles so cool gerade, ne? Na, der Boris, nämlich vorne an der Tür, andere Hunde meinte erziehen zu müssen und maßregeln zu müssen. Da haben wir uns mal unterhalten, ne? Dann haben wir uns mal so ein bisschen unterhalten. Dann bin ich dem Boris ein bisschen hinterher gerannt, bis der Boris gesagt hat, der lässt mich ja gar nicht nach 2 Sekunden in Ruhe. Das ist ja doof, ne? Hi, Smila, komm mal her. Dich hab ich auch noch nicht gehabt. Hi, Abby. Hi, Smila. Ja, kurzes Update zu den letzten Wochen. Wehe, du springst jetzt hoch, Abby. Ich mag dich wirklich gerne, ne? Aber das ist etwas, das... Da könntest du ruhig ein bisschen mehr Border Collie haben. So, jetzt fängt das da an. Jetzt kann ich es euch zeigen. Jetzt fängt das an. Schnell die Kamera geschnappt. So, da kommt jetzt Unruhe rein, weil gespielt wird. Ja. Na, jetzt spielt sogar die Pepper mit. Jetzt ist sogar ein Spiel. Aber die schaukelt sich so krass hoch. So, ein bisschen rauszoomen. Ah, Klärchen und Smila spielen, das finde ich sehr gut. Flynn, du sollst nicht bellen, bitte. So, jetzt haben sich jetzt, das ist aber schönes Spiel, Spielpartner. Flynn, hör auf zu bellen. Letzte Warnung. So. So, und jetzt seht ihr mal, die kann sich da nicht, die kann sich nicht kontrollieren. Die wird immer wilder, immer doller, immer lauter. Und dann, wenn der Django jetzt losrennen würde, dann eskaliert Pepper komplett. Dann denkt die nicht mehr nach. Dann ist es einfach nur noch Pepper-Modus. Und vor allem, wenn Django jetzt mit dem anderen spielt. Das geht auch gar nicht. Frankie? Die sind halt doof, Django, ne? Hast du gut gemacht. Oh, Klärchen spielt richtig gut. Sieht vielleicht erstmal nicht nach dem Spiel aus, ist aber ein Spiel, weil... Ne, also sie macht zwar immer so ein Abschnappen und Bellen. Die da jetzt steht. Mit der anderen, also die vordere ist die Klärchen, hinten ist Kali. Es kommt gerade ein Zug. Aber hier hat man das jetzt gut gesehen. Da spielen zwei Hunde, Pepper muss sich einmischen. Und weil Pepper sich einmischt, meint der Django hingehen zu müssen und zu sagen, hier, du hast dich eigentlich gar nicht einzumischen, weil Django ganz oft meint oder ganz oft versucht, die Gruppe so ein bisschen zu splitten. Jetzt, ich sage jetzt bewusst mal nichts, das wird es jetzt immer weiter hochschrauben. Oh, ihr solltet der Hope nicht zu nahe kommen, da gibt es gleich Backpfeifen. Pepper geht da schon nicht mehr hin. Bei Mädels ist die Hope nämlich nicht so geduldig. Deshalb hat sie auch hauptsächlich die Abby jetzt angefletscht. So. Ja, Monty, der Bronco knallt dir eine, wenn du den rammelst. Monty ist noch ein sehr junger Rüde. Der rafft das nicht, dass Bronco auch ein Junge ist. Das ist so eine Mischung aus, ich würde gerne mit dir spielen und irgendwie riechst du gut. Jetzt passiert wieder nichts, ist immer das Gleiche. Ich hole die Kamera raus und nichts passiert. Ne, Odi? Ich hole die Kamera raus und nichts passiert. Das ist doch scheiße. Was ist in der letzten Zeit passiert? Warum gab es so wenig Videos? Das hat verschiedene Gründe. Der eine Grund ist,
dass wir intensiv über mehrere Monate an unserem neuen Online-Kurs zum Thema Rückruf gearbeitet haben. Ich könnte ein bisschen hell sein, ha? Huh? Ah ja, muss schon gehen. Und dieser Kurs ist jetzt tatsächlich fertig. Aber die letzten Wochen, ich sag mal alles so ab Mitte Juli bis Mitte August jetzt, war wirklich unfassbar viel Arbeit. Kleinigkeiten nochmal nachbessern. Dann hatten wir Probleme mit dem Programm und lange Rede, kurzer Sinn. Das hat einfach unfassbar viel Energie und Zeit von uns verschlungen, von uns allen. Ja, also nicht nur von mir, sondern auch Marie hat da extrem viel mitgeholfen. Peppa, du sollst sie nicht zanken. Sondern auch Marie hat da sehr viel mitgeholfen. Dann das ganze andere Team, die kennt ihr nicht, noch nicht. Also das war so ein Punkt, warum im Moment videotechnisch ein bisschen weniger passiert ist. Der zweite Punkt ist, dass an dem Wochenende, als wir dann einigermaßen fertig waren und so fertig waren, jetzt auch den Startschuss für den Kurs zu geben, was ich hiermit getan habe, der Online-Kurs ist jetzt nämlich verfügbar. Ihr findet den Link direkt unten in der Beschreibung. Falls ihr also am Rückruf arbeiten wollt, schaut da mal rein. Wir haben für euch fast 7 Stunden Videomaterial mit ganz viel Praxis, ganz viel Theoriewissen, das ihr im Hintergrund braucht, mit verschiedenen Hunden in ganz, ganz vielen Kapiteln aufgearbeitet. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass diejenigen, die ihren Rückruf verbessern wollen, das damit erreichen können. Ja, egal, wo ihr anfangt, ob ihr jetzt sagt, der kann das noch gar nicht, fang ganz vorne an, dann seid ihr damit gut bedient. Oder ob ihr sagt, das ist ganz okay, aber ich sag mal, jedes dritte, vierte Mal kommt er dann doch nicht. Auch dann könnt ihr sehr, sehr viel mit diesem Kurs erreichen. Da sind mehrere Trainingsansätze dabei, da sind verschiedene Kapitel mit unterschiedlichen Hunden, Welpe, alt, dick, dünn, sehr stark abgelenkt, kaum abgelenkt, Arbeit mit Spielzeug und. Also, wer Interesse hat, sich dazu informieren, schau mal unten. Kurs ist verfügbar ab jetzt. Zweitens. Der zweite Punkt war, dass wir, als wir dann fertig mit waren, tatsächlich ein paar private Dinge hatten. Auf einmal war unser Kleiner krank, der kriegte mitten in der Nacht auf einmal Untertemperatur, 35 Grad. Und das ist tatsächlich am Rande der Unterkühlung. Leichte Unterkühlung ist das schon. Dann waren wir mit dem Krankenhaus oder in der Notfallambulanz, die haben nichts gefunden, haben uns in die Kinderklinik geschickt. Christine war mit ihm 3 Tage im Krankenhaus dann. Oder 2 Nächte, 3 Tage. Und das hat natürlich viel durcheinander geworfen. Das hat dafür gesorgt, dass einfach so gewisse Dinge jetzt erstmal in den Hintergrund gerutscht sind. Unter anderem auch wie den Kurs direkt zu veröffentlichen. Kaum war der Kleine gesund. Also was heißt richtig gesund? Zu Hause war er immer noch so ein bisschen mäßig gesund und schlapp und müde und tralala. Letztlich hat man gar nicht rausgefunden, was es war. Oder die Ärzte haben nicht rausgefunden, was es war. Vielleicht kriegt er einfach nur Zähne. Wir wissen es nicht, aber es hat noch lange gedauert, bis er wieder fit wurde. Das ist jetzt eine Woche später, geht so langsam. Jetzt ist er wieder normal drauf. Aber parallel dazu musste ich auch noch ins Krankenhaus. Ich hatte was am Auge. Habt ihr vielleicht in der Insta-Story gesehen, dass ich in der Augenklinik war. Ich wollte euch das extra nicht zeigen, weil das kann bestimmt nicht jeder sehen. Also ich wollte euch das extra nicht zeigen. Ich hatte irgendwie so eine Art Pickel auf dem Auge, irgendwie so ein Eiterbläschen, das ganze Auge war voller Blut. Jetzt musste ich ein paar Tage Antibiotika nehmen und so weiter und so fort. Da konnte ich keine Videos aufnehmen, weil ich halt aussah, als würde ich bei The Walking Dead die Hauptrolle auf Zombie-Seite spielen. Das war auch so ein bisschen schwierig. Und davor, sag mal, in der Zeit, wo wir am Kurs gearbeitet haben, war zwar immer mal wieder ein bisschen Zeit da. Flynn, bitte. War zwar immer ein bisschen Zeit da, aber nicht genug, als dass ich in Ruhe hätte Videos machen können, weil wir, seht ihr mich überhaupt, weil wir gerade parallel nämlich Praktikumszeit hier haben. Monty, lass ihn in Ruhe, es ist ein Rüde. Weil wir gerade parallel Praktikumszeit haben, das heißt, wir haben hier gerade Praktikanten da, die hier ein bisschen mit uns mitarbeiten und für die bin ich halt jeden Tag in der Huta. Prinzipiell kann ich an der Huta gut Videos aufnehmen. Das Problem ist allerdings, dass ich natürlich auch für die Praktikanten da sein will, ne? Sonst hätte ich die ja nicht eingeladen. Das heißt, das war jetzt erstmal der Fokus. Und dann war es auch noch die ganzen Tage so unfassbar heiß und trocken. Ihr seht das, da hinten ist alles verbrannt, ne? An Wiese. Auch die neue Wiese, die wir da hingelegt haben, die Reste, auch das, was wir da vorne gepflanzt haben. Ich würde sagen, so die Hälfte davon können wir wahrscheinlich retten durch die Hitze und bis ins nächste Frühjahr rein. Die andere Hälfte wahrscheinlich nicht. So, jetzt wird da wieder gerannt. Jetzt kommen wir wieder zu einem Teil, den ihr euch angucken könnt. Frankie, das ist kein Spiel. Der will nicht. Frankie hat die Angewohnheit, wenn der Django nicht mit ihm spielen will, einfach nur aufzureiten. Das ist einfach dumm. Und du hast die Angewohnheit, einfach nur dumm zu bellen, du Dummkopf. Ja, hast du ihn angeknurrt? Ja, der ist auch scheiße. Die sind alle scheiße. Alle scheiße hier. Alle scheiße hier. So. Ja,
Die Hitze hat da auch ihr übrigens dazu getan und die knallkrasse Sonne. Wenn es hier 30 Grad hat und keinen Gramm Schatten, dann kannst du halt auch nichts filmen. Ne? Da bist du alles ist überhellt. Ist ja jetzt auch schon fast wieder so. Ja. Jetzt wisst ihr so ein bisschen, was passiert ist in der letzten Zeit. Warum es auch solche Sachen wie, da hat doch schon wieder einer gebuddelt, du warst es nicht. Warum es auch so Sachen wie Reaction-Videos wie jetzt hier nicht gab, wo ihr einfach viel mit den Hunden machen oder viel die Hunde zeigen wollen. Weil es einfach nicht möglich war. Ne? Außerdem haben die sich ab 10, 11 Uhr nicht mehr bewegt bei den 30 Grad Temperaturen. Ja, nichts passiert. Ist nicht so viel los hier. Ja, der Toni, der Schwarz-Weiße, der da jetzt gerade genervt wird und belästigt wird, der ist leider krank, der hat Epilepsie, der bekommt Medikamente, seitdem reagieren die Hunde auf den anders. Also die Rüden finden ihn jetzt irgendwie mit den Medikamenten, riecht er anders, der ist vorher nicht so belästigt worden. Ne? Aber ihr seht, dass der Jannis, der Erdelterrier, halt beim Toni da steht und so ein bisschen an ihm rumflirtet. Der hat das noch nicht gerafft, dass der Toni einfach noch immer noch der Toni ist. Aber Toni setzt sich da gut durch. Der macht das eigentlich gut. Janis akzeptiert das dann zumindest auch einigermaßen. Ansonsten kann ich den Heul auch jederzeit ansprechen. Janis, lass ihn in Ruhe, bitte. Janis, Abflug. Danke. So, ein Hund rennt, Pepper rennt hinterher und muss gleich sagen, er darf ja nicht rennen. Jetzt wird nicht gerannt. Ich habe gerade alle unter Kontrolle. Hier wird nicht gerannt. Hier wird nicht gesprintet. Joggen geht noch, aber nur wenn du Border Collie bist. Rennen darfst du nicht. Hast du das verstanden? Hast du das verstanden jetzt? Du darfst nicht rennen. Weh, du rennst. Oh, jetzt muss ich da hingehen, weil die Kali buddelt gleich. Ich sehe das kommen. Liegt schon wieder an dem Loch, das der Django eben gemacht hat. Kali, nein. Ich habe das kaum gesehen. Ah, ist Mila. Die Mila hat der Pepper eben mal richtig Bescheid gesagt und ihr mal die Löffel angezogen. Die Pepper hat das gebraucht. Ja, der Abendzeller, ne? So, hier sehen wir jetzt, dass der Monty nichts lernt und der Bronco sich nicht gut genug durchsetzt. Also, seht ihr das? Bronco, knall ihm doch einfach eine. Dann hat er es verstanden. Dann brauche ich das nicht machen. Hey, lass das sein jetzt. Monty ist einfach zu beeindrucken. Aber leider Gottes auch sehr unerfahren, ne? Jetzt gerade in der Pubertät, Gerüche sind noch völlig neu. Aber jetzt wird es da hinten viel interessanter. Zack, so. So, jetzt wird er gespielt und jetzt seht euch die Pepper an. Na, okay, das geht noch in der Geschwindigkeit. Ich wollte gerade gucken, aber es war alles okay. So, der Hugo, der Schwarze, würde gerne mit den beiden Mädels spielen. Smila sagt schon. Kali und Klärchen. Ist auch eine schöne Truppe, so von der Größe passen die gut zusammen vom Charakter. Klärchen und Kali sind schöne Spielpartner. Da, jetzt wird wieder gespielt. Und das wird laut und wenn, sobald das richtig schnell wird und gerannt wird, kommt die Pepper dazu. Der Hugo da kurz aufreitet, ist auch erstmal nicht so tragisch. Die Mädels machen das sehr gut, das wissen wir mittlerweile. Kann man auch mal kurz laufen lassen. So, jetzt wird sich angeguckt, 3, 2, jetzt stört der Hugo gerade. Ihr habt gesehen an der Tatsache, dass die Rute runtergegangen ist, dass es fast losgegangen wäre. Ja, auf der linken Seite, bei der linken Hündin, ging die Rute so Stück für Stück runter. Das ist immer so ein Zeichen für 3, 2, 1 und dann geht es meistens los. Und dann hat der Hugo sie abgelenkt. So, und jetzt mischt der Hugo sich ein, sodass Klärchen nicht mehr mitspielen kann. Natürlich doof. Also doof für Klärchen. Hugo! Runter da! Mensch. Werde ich doch, Kali. Du musst ihm einfach nur die Löffel langziehen. Da ist noch alles gut. Da ist noch alles gut. Lua und Luis machen Picknick. Ja, jetzt geht's hier irgendwie nicht schnell zur Sache. Deshalb hast du da unten nichts zu tun, ne? Du da, mit dir haben wir geredet. Nicht auf der Kamera, boah, hast du mir jetzt voll auf die Kamera geleckt. Oh, ist das dein Ernst? Das wäre fast richtig dreckig geworden. So. Hugo, komm mal her. Hugo, komm mal her. Lass die Mädels mal alleine spielen, damit wir zeigen können, was die Pepper dann macht. So. Sobald das da zu schnell und zu laut wird. Jetzt, seht ihr das? Seht ihr das? Sobald es so schnell wird. Jetzt mischt die Pepper sich ein, Achtung, bis es ruhiger wird, dann hört sie auf. Wenn das nicht schnell genug ruhig wird, dann korrigiert die da auch. Die kann nicht anders. Das ist ihr so einprogrammiert, dass sie hier den Hausmeister spielen muss. Guck, die ist schon wieder zu schnell. Geschwindigkeitspolizei, nicht so schnell. Also ich würde das normalerweise nicht zulassen. Ne? Ich würde die jetzt jedes Mal ansprechen und sagen, sie soll das lassen. Aber ich will es euch jetzt halt mal richtig zeigen. So, und jetzt weiß halt Pepper nicht, wie sie dann weitermachen soll. Ne? Weil wenn sie dann da steht und der andere will sie ins Spiel mit einbeziehen, dann macht sie da noch irgendwie im Spiel mit. Das heißt, sie hängt so fest. Und jetzt kommt der Django und haut der Pepper eine runter, weil er sagt, pass mal auf, lass die doch in Ruhe spielen. Django versucht tatsächlich, die Pepper sinnvoll Maß zu regeln und zu sagen, das ist nicht deine Baustelle, lass die in Ruhe. Aber die Pepper rafft das nicht. So, und jetzt seht ihr das?
Ich lasse das jetzt ganz bewusst laufen, ne? Ich würde da eigentlich längst was zu sagen. Weil jetzt schraubt sich das immer weiter hoch. Und jetzt wird der Django frackig, weil er die Pepper nicht kriegt. Pepper hat jetzt keinen anderen Plan mehr außer Rennen. Und diese Unruhe, wenn jetzt kein Mensch auf der Wiese wäre, bei dem sie anhalten könnte, das steigert sich immer weiter hoch. Weil jetzt der Django aktiver war, kommt jetzt gleich der Paco dazu und sagt, hey, du bist doch mein bester Spielpartner und Spielkumpel. Jetzt spielen die miteinander. Pepper steht wieder in der Mitte, weiß gar nicht, mit wem sie es jetzt als nächstes machen soll. Hugo! Hugo versucht wieder zu rammeln. Ich lasse das jetzt mal ganz bewusst ganz viel laufen. Ich weiß, dass nichts passiert. Wenn es zu viel wird, dann breche ich das ab. Dann spreche ich die an. Ne? So, jetzt kommt da dieses junge Rüdengebollere. Die spielen halt wild miteinander. Das ist erstmal nicht schlimm. Aber auch da geht dann die Pepper ab und zu dazwischen. Und Erklärchen, bitte nicht buddeln. Und wenn sie dazwischen geht und die zwei sich verbünden, also Paco und Django, der Braune und der Weiße, dann kriegt die Pepper richtig von denen die Hucke voll und dann eskaliert das. Ne? Also was heißt Hucke voll? Ne? Dann gehen die hin und sagen, pass mal auf, Maus, wenn du mit uns spielen willst oder uns kontrollieren willst, dann bist du die Nächste. Und dann jagen die die. Und wenn die die kriegen, dann knüppeln die die auch richtig über den Haufen. Ne? Dann rennen die einfach rum. Das Interessante ist, dass Pepper das aber auch wirklich nur bei den Hunden macht. Jetzt legt sie die ganze Zeit neben mir und überlegt, ob sie wieder was machen soll. Dass sie das nur bei den Hunden macht, bei denen sie sich auch trauen kann. Ja? Weil die würde niemals bei Lua dazwischen gehen. Da wird es auch nicht ganz so schnell wie bei den anderen. Ja? Die würde auch nicht bei Abby dazwischen gehen. Weil Abby ist in so einem Dauerlauf, das versteht sie. Da ist aber nicht dieses explosionsartige, schnelle wieder Rennen. Ne? So würde ich mir das jetzt erklären. Ich kann sie natürlich nicht fragen. Da jetzt. Na, das war doch diesmal die Abby. Das ist wirklich, das ist eine Hausmeisterei. Pepper bringt wirklich Unruhe in die Gruppe. Wenn wir die Pepper rausnehmen, ist die Gruppe um ein Vielfaches ruhiger. Muss auch gleich eine Pause kriegen, ne? Die Krux an der Geschichte ist aber was anderes. Guck mal da hinten. Hopp, warte mal, seht ihr das? Da liegt Odie und da liegt Hopp. Da Odie, da Hopp. Haben sich zusammen hingelegt auf die Veranda und chillen. Das ist doch schön. So, aber die Krux bei Pepper ist eine andere. Und die Krux bei dir ist, dass du immer nur bellst. Kannst du auch aufhören zu bellen? Map. So, komm, wir machen das mal hier, in der Hoffnung, dass keiner die Kamera umrennt. Die Krux bei Pepper ist eine andere. Der Abendzeller ist ein Hund, den viele, viele, das habe ich auch in meinem Rassecheck schon mal gesagt, viele, viele Menschen unterschätzen. Abendzeller sind unfassbar bewegungsfreudige Hunde und haben halt dieses, ich sag mal, Haus- und Hofhunde gehen, in Anführungsstrichen, dass die sich für alles irgendwie so ein bisschen verantwortlich fühlen. Das heißt, die können sowohl den Hof bewachen, als auch so hüten und treiben und tralla. Die haben halt alles gemacht letztlich. Ja? Och, tja, warum bist du denn gekommen? Du lagst doch gerade so gut. Die Pepper kann tatsächlich nicht anders, als das zu machen. Das ist hier einfach so im Programm drin. Wenn wir sie das nicht machen lassen, also wenn die hier keine Chance hat, auch mal so ein bisschen zu rennen. Guck mal, wie die pumpt. Das bisschen Rennen, ne? Die pumpt richtig. Schau dich das mal an. Die pumpt richtig, genau wie hier Abby, ne? Aber wenn wir die das nicht machen lassen, dann kommt der Hund quasi, ich sag mal, in so ein Ungleichgewicht, ne? Also die muss irgendwann auch mal einen Akku leer machen können, körperlich. Und da hast du einfach bei so einem Hund als normaler Hundehalter auf dem Spaziergang keine Chance, ne? Weil auf jeder Hundewiese ist die halt der Assi, in Anführungsstrichen, wenn die so reagieren würde, ne? Ich weiß nicht, ob sie das draußen auch macht, hier tut sie es halt, ne? Paco, lass das! Mann, ey! Ihr seht hier die Rasenreste, die wir hingeschmissen haben. Ne? Mal gucken, ob davon ein paar Wurzeln überleben und am nächsten Jahr ein bisschen was kommt. Das war einfach nur, weil wir es noch übrig hatten. Die müssen das ja trotzdem nicht zerpflücken. Ja, solche Hunde sind echt schwierig, als Hundehalter tatsächlich glücklich zu machen. Ne? Also da hast du es manchmal echt schwer. Die können noch so viel mit der machen. Das hier, was sie hier macht, relativ kontrolliert und wir können es auch jederzeit unterbinden. Wenn du die ansprichst, hört sie auch auf. Manchmal müssen sie ein bisschen doller ansprechen, wenn es gerade sehr laut ist. Aber die ist schon ansprechbar. Ja, jetzt fällt das wieder an. Jetzt wird sie halt immer doller und irgendwann, jetzt ist es ein Spiel. Jetzt fängt sie an zu spielen. Der Django ist halt ein unfassbar guter Hund für sowas. Der kann das ab, der entschleunigt die total. Also Django ist eigentlich echt, wenn der so drauf ist, ist der ein super Partner für sie. Aber manchmal dreht er dann halt auch hoch und dann müssen wir die beiden stoppen, weil dann gibt es da keinen Morgen mehr, dann rennen die über jeden drüber und das ist halt auch nicht cool. Ne? Komm mal, jetzt hat der Odi gute Laune. Das ist auch selten. Odi! Odi, Attacke! Odi! Ah!
Shit, ich bin zu weit weg. Aber seht ihr das? Kaum wird gerannt, Pepper muss hinterher. Die hat überhaupt keine Ahnung, warum sie da hinterher rennt. Und das ist was anderes. Hi, Odi. Das ist was anderes als bei den Hütehunden. Ne? Die Hütehunde rennen hinterher und haben ein klares Ziel, was sie dann da machen. Ne? Rennen irgendwie hinterher und hüten. Ui, so wie jetzt Abby, die Border Collie-Hundin. Während die Pepper eigentlich nur hinterher rennt. Hey! Ja, wenn ihr den so doll schubst, selber schuld. Hast du gut gemacht, Odi. Ah, da gab es einen Auffahrunfall. Ja, hat er dich geschubst? Oder du ihn? Ja, bist du selber schuld. Hast du gut gemacht, Odi. Und hat Odi gesagt, aua, nicht so doll. Odi hat aber auch mit der Hüfte, ne? Hätte ich geschubst. So. Ja, also, da seht ihr mal, was mit solchen Energiepaketen anzufangen ist in der Huta teilweise. Manchmal nicht viel, ne? Ja. Jetzt kommt die Pepper erstmal rein. Ist jetzt eh Mittagszeit, Fütterungszeit. Kann die Pepper ein bisschen Pause machen. Ich kriege ja das erste Essen, dann bleibt die mal 2 Stündchen drin. So. Hopp, wenn die dich nerven, knallst den eine, ne? Odi, nicht buddeln, hinlegen. Ihr dürft da nicht buddeln, wir haben das noch nicht fertig befestigt. Das ist der nächste Teil, den wir ausbauen. Der Wall wird hier erweitert. Und dann begradigen wir das alles, weil ihr seht, dass das so über die Zeit, weil die Hunde da halt immer hochrennen, locker wird, ne? Noch hält es die ganze Zeit, aber das müssen wir als nächstes machen. Das ist die nächste Baustelle. Ich hoffe, das hat euch gefallen, mal wieder so ein kleines Reaction zu haben. Mich mal wieder zu hören, wie ich Dinge kommuniziere oder wie ich Kommunikation von Hunden deute, auslege, wie ich damit umgehe, was ich davon halte. Wie gesagt, Online-Kurs Rückruf ist fertig. Schaut mal rein. Unten ist der Link, da ist die Infoseite, da seht ihr nochmal, was alles dazugehört und wie umfangreich das Ganze ist. Und vielleicht ist es ja was für euch, würde mich freuen, wenn ich mit dem Kurs euch helfen kann, dass ihr einen besseren Rückruf hinkriegt, dass ihr euren Hund mehr ohne Leine frei laufen lassen könnt, denn genau das ist das ja, was wir uns eigentlich alle für den Hund wünschen. Freizeit, Freiheit, Freilauf, ohne Leine, ohne Einschränkung. Und allen anderen wünsche ich eine schöne, angenehme Zeit bis zum nächsten Video und im September kommt auch wieder mehr. Ich bin raus. Tschüss. Frankie, bist du müde? Bist du müde, Frankie? So. Ich wollte Pepper rausholen. Pepper!